Jö, dann machen wir jetzt doch mal links und rechts und Motnetz. Jo. Bitte lass hier irgendwo ein Schlüssel sein. Das ist kein Schlüssel. Aber ein Schalterrätsel für eine Tür. Oh, was war das? Okay. Ich glaube, das war die andere Tür. Ja, die geht runter. Okay, drehen wir das einmal um. Gut, muss jetzt nur noch ein Gewicht hier drauf und dann müsste die Tür eigentlich offen bleiben. Sehr schön. Eine Falle, ein Knopf und eine Kiste. Ja, also drücken wir erst den Knopf und gehen dann zur Falle. Ja, zur Kiste oder erste Kiste und dann zu dem Knopf hier, der wahrscheinlich eine Falle auslöst. Gehen wir auch mal zur Kiste. Meine erste Reaktion wäre nämlich gewesen, den Knopf zu drücken und wir hatten schon genug Fallen, die genauso aufgebaut sind. Also die Fallen sind so aufgebaut, dass sie davon ausgehen, dass der Spieler einfach alles drückt, was er findet. Ah, der Bezelbecher hat auch noch 4 Ladungen, sehr schön. Zwergenhelm ist auch besser als der Helm. Ah, so weit, so gut. Speichern wir mal kurz ab. So, LP020 A und. Oh oh. So viel zum Bezelbecher. Oh, WTF. Ja, ich könnte mich jetzt auch umgucken, aber das bringt nichts. Knopf drücken. Knopf drücken ist eine super Taktik. Zu spät. Ja, nee, den Knopf drücken wir einfach mal gar nicht. Wir wollen jetzt die Tür wieder aufmachen, also drehen wir das hier einfach um. Und es macht nichts. Mehr Schwan, übles. Ich höre kein Geklacker von Toren. Das heißt, egal was wir hier machen, die Tür geht nicht auf. Das heißt, wir müssen den Knopf da drücken, um die Tür da hinten wieder aufzubekommen. Oder was sagt die Karte? Die Karte sagt, da ist ein Knopf, da ist ein Knopf, da ist ein Knopf. Ja. Also, neuer Plan. Wir drücken jetzt den Knopf, lösen die Falle aus und drücken dann gleich wieder den Knopf. Und heilen uns hoch. Und die doofe Falle schießt weiter. Also das gewonnen werden ist schon mal gar nicht toll. Das können wir aber nicht ändern. Den Knopf wieder entdrücken hat auch nicht funktioniert. Wir können hier den Knopf drücken, zur Seite laufen. Dann haben wir wenigstens 2 Felder Abstand dazu. Dann versuchen das Ganze einfach gegen zu heilen. Also gut. War es das? Nein, war es nicht. Da kamen jetzt gerade 2 Pfeile. Haben wir wirklich alle Kombinationen ausprobiert? Den nochmal raus. Kein einziges Mal in irgendeiner Form geknatscht. Oh, wir können aber eine Fernkampfwaffe benutzen. Das wäre doch das Rätsels Lösung, oder? Ja, Knopf ist gedrückt. Können wir jetzt bitte raus? Falle schließt einfach fleißig weiter. Aber die Tür ist nicht zugegangen. Ah, vielleicht habe ich das Ganze verbuggt.
Hätte die Tür hier eigentlich zugehen müssen, aber wir drin standen, hat es halt nicht geklappt. Das war jetzt sehr klug, so. Ne, wir können auch nicht mehr nachträglich die Tür zumachen. Na gut. Laden, so. Und jetzt drücken wir von hier aus die Tür mit dem Bogen. Also schießen wir den Knopf an und hoffen, dass es mir die Tür auch zugeht, weil wir nicht drin stehen. So, besser. Juhu, Freiheit. Das war eine fiese Ecke. Aber dafür haben wir einen Zwergenhelm bekommen, einen vollen Bezelbecher, ein paar Kronen. Das ist doch super. Oh, und du brauchst wieder eine Nahkampfwaffe in der Hand. Nicht den Häuter, du brauchst die Smaragdklinge, genau. So, und wir brauchen auch gleich neues Licht, scheint mir. Obwohl das echt schwer auseinanderzuhalten ist, weil selbst wenn man volles Licht hat, sieht es nicht besonders hell aus. Was sagt die Lampe? Die Laterne ist halb voll. Ah, gut. Dich hatten wir schon. Hier ist der Qualen-Respawn-Punkt. Hier wollen wir gar nicht bleiben. Wir wollen... Oh, die Seite haben wir auch nicht entdeckt. Ja, eigentlich würde ich ganz gerne schlafen. Machen wir mal. Ja, machen wir doch einfach mal. Hm? Super Idee. Jetzt musst du erstmal wieder ihn heilen. Jetzt können wir versuchen zu schlafen. War das jetzt eine Qualle? Na komm raus, was hast du? Oh, eine Assel. Okay, wir schlafen einfach mal nicht hier. Das scheint sich nicht wirklich zu rentieren. Oh, ganz viele Asseln. Ich will doch nur einen Zweischlüssel haben. Und vielleicht eine neue Rüstung, weil die alte kaputt gegangen ist. Und woher kommst du jetzt schon wieder? Also, dass die Gegner teilweise random hinter oder vor oder neben einem spawnen, finde ich schon recht irritierend. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. So, Öl. Schmeißen wir nicht gleich rein. Blitzschlag, Schriftrolle haben wir schon. Die können wir vielleicht mal verkaufen. Und sonst nichts. Sagt die Karte auch nichts? Nö. Na gut, dann können wir jetzt im Westen wieder hoch. Westen wäre da. Und diesmal halt nicht in die eine Fallgrube reinspringen. Und da müssen wir noch die Wände abchecken und da und überhaupt, ja, wir haben noch viel zu tun hier oben. Und ja, wir sind ziemlich weit oben, wir sind glaube ich nur im zweiten Untergeschoss. So, jetzt aber Licht. Licht, Licht, wo bist du? Da. So, oh, noch eine Smaragdklinge. Da haben wir es besser. Und ein Menschenknochen und Bergwerkschlüssel Nummer 2. Wir haben jetzt Bergwerkschlüssel Nummer 2 zweimal. Was soll denn das? Na gut. Da wollte ich hin. Also ich hoffe jetzt mal, dass das kein Bug ist mit den Schlüsseln. Oh, nein, nein, das ist ein Rüstungsfresser. Zieh die mal ganz schnell wieder aus. Und den Feuerballen wir. Wusch. Das hat er überlebt auf der höchsten Stufe. Zäh, kleine Biester. So. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Das heißt, wir gehen jetzt wieder dahin, wo wir letztens mal runtergefallen sind. Also letztes oder vorletztes Mal oder so. Hier speichere ich auch nochmal kurz ab. Speichern. LP020B. Wir könnten einfach da runterspringen und hoffen, dass wir an einer für uns wichtigen Stelle runterfallen. Oder wir drücken einfach den Hebel hier nochmal. Ne, der macht auch nichts. Schießen wir mal ins Blaue. Vielleicht geht dadurch was auf. Nö, immer noch da. Was sagt die Karte?
Die Karte sagt, da ist nur ein Knopf dafür und da ist ein Schlüsselloch. Stimmt, da können wir den Bergwerkschlüssel Nummer 2 mal reintun. So, ein bisschen sortieren hier alles. Nicht ernsthaft, oder? Jetzt hat, ist die unsichtbare Wand sichtbar geworden. Nee, andersrum. Also den Schlüssel hätten wir schon mal verschwendet, außer irgendwas anderes ist dadurch noch aufgegangen. Ja, Grube ist immer noch da. Ja, sobald die hier alle tot sind, wenn die dann mal tot sind, das werden ja immer mehr hier. Gucken wir mal auf die Karte, ob da irgendwas aufgegangen ist. Und sonst gibt es immer noch die Druckplatte ganz am Anfang, wo der Stein drauf liegt. Die könnten wir auch mal wegnehmen. So, auf der Karte, da ist noch ein Gebiet, wo wir nicht waren, aber da wird wahrscheinlich nichts sein. Gucken wir trotzdem mal ganz kurz hin und wenn da nichts ist, dann nehmen wir mal die Steine von der Druckplatte und gucken, ob das irgendetwas bewirkt. Nö, da war nichts. Und... oh, die Tür könnten wir auch einfach mal aufmachen. Knirsch gemacht. Und da hinten ist es aufgegangen. Das ist immer noch offen? Ja. Also laufen wir nach ganz hinten, um zu gucken, was da ist. Und wenn da nichts ist, laufen wir wieder ganz zurück, um den Schlüssel zu benutzen, um die Tür aufzumachen. Oh, yummy, Waffen. Schlechte Waffen. Auch schlechte Waffen. Und ein Säurespucker. Die müssen wir runterprügeln, denn wir haben nicht besonders viel Mana mehr. Und schade, dass das eine Stufe 2 Heilung war. Sonst hätte er sein Gift gleich auch noch mit wegbekommen. Hättest du vielleicht noch 3? Jo. Und noch 2. Sauber. Jetzt stirb, kleiner Mann. So, kein Knopf. Nö, das war nur so ein kleiner Bonus mit ein paar Waffen. Was ja auch ganz okay ist. Also. Oh, da war eine Geheimwand. Ja. Noch mehr kleine Männer und noch ein Gegen. Stirb. Und vergifte nicht auch noch Akshay. Kiste. Wo ist der Dietrich? Wo ist der Dietrich? Da. Ein Heil-Lederwams. Den ziehen wir auf keinen Fall an. Holzhammer-Hammerhai. Boah, ja, der ist schick. Und sonst nix. Das Gift muss weg. Schlafen. Ja, stirb du, Mann. Ist schon okay. Da stand irgendwas von Uglax war hier. Also irgendein Ork oder so. Aber das will ich mir trotzdem genau angucken. So. Uglax was here. Orks rule. Uglax was here. Orks rule. Ach, Orks herrschen. Okay. Also war einer von der schwarzen Armee. Was auch immer der... oh. Respawn. Was auch immer der Ork hier hinten in der Ecke gemacht hat, wollen wir gar nicht wissen. So, weg, 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 weg. Wir wollen jetzt da rum und wieder ganz nach Westen. Und diesen Rüstungszerstörer, da habe ich jetzt einfach mal gekonnt ignoriert. Auch wenn wir gar keine Rüstung anhaben, sind die trotzdem nervig. So. Jetzt Bergwerkschlüssel Nummer 2. Wo bist du? Da. Das ist nicht gut. Ich wette, ich falle gleich runter. Jo. Okay, wo sind wir jetzt? An einem neuen Ort. Das ist schon mal gut. Ich kann mich entscheiden, wo ich runterfallen will und ich wette, ich entscheide mich gleich falsch. Okay,
Merk dir, du bist in die südliche Grube gesprungen. Du bist in die südliche Grube gesprungen. Oh. Klar, die gehen immer wieder zu, wenn man da... Also ich muss mir jetzt selbst ein Grab graben quasi und springen jetzt nach Süden. Ach du, was zur Hölle ist hier los? Rüstung anziehen, das ist schon mal ein guter Plan. So, was machen wir noch? Wir machen noch die Heiltränke zu den Bienenschwärmen. Die Bienenschwärme können wir gleich mal verbraten. Den Pilzelbecher für den Notfall auch noch. So, haben wir noch irgendwas, was wir benutzen können? Na komm, das muss so reichen. Aber erstmal gucken, ob wir das gegenheilen können. Bisher ist es gar nicht so viel Schaden, der da reinkommt. Es sind einfach nur viele Gegner. Warum kriegen wir Katerschaden? Na komm. Das macht eh kaum Schaden, das werden wir später gar nicht mehr brauchen. Also können wir es auch jetzt benutzen. Und noch kein einziger von denen ist tot. Was soll denn das? Warte mal. Gegen die scheint echt nichts zu wirken, das ist ja übel. Feuerball? Jo, Feuerball wirkt. Ist doch schon mal gut. Hier sind zwei auf einmal. Ja, Feuerball wirkt zwar. Wir haben nicht genug Mana, um das oft genug zu sprechen. Der Schädel braucht auch Mana zu benutzen und gleich sind wir tot. Rätselbecher. Hier eine Aloe. Komm. Haben wir noch irgendwo einen Heiltrank? Ich will nicht unbedingt noch eine Ladung von dem Becher verschwenden. Aber das werde ich wohl müssen. Denn hier sind viel zu viele Gegner. So, nächste Ladung. Wenn das kein Krieger-Level-Update wäre, das dann weiß ich auch nicht. Komm schon. Zack, zack. Wir könnten mal versuchen, ein Loch zu schlagen und dann durchzuruschen. Ah, langsam lichtet sich der Weg hier. Oder auch nicht. Nächste Ladung. Das tut so weh. Den haben wir gerade erst bekommen. Er hätte volle Ladung. Aber egal, wenn wir rauskommen und irgendeinen Händler finden, können wir vielleicht einen neuen kaufen. Werden wir denn hier rauskommen? Und ich nicht jetzt 10 Minuten lang gegen diese scheiß Gegner kämpfe, nur um dann zu sterben. Aber irgendwie sieht es danach aus. Obwohl, na komm, lass mich da durch. Ja, so. Überall nur komische Schlupflöcher. Da ist ein Knopf. Super. Ja, komm, gib's mir. Die Dinger konnten wir nur umbringen mit dem Eis. Oh, oder mit dem Hammer. Nee, ich will keine Kohle. Nee, ich will keine Spitzhacke. Ich will hier weg. Karte? Wir sind irgendwo. Ach, das kann man einschließen. Ach, er will eine Spitzhacke haben. Denn hier, Spitzhacke. Lauf, 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 lauf. Nicht gut. Lauf, 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 lauf. Okay, den kriegen wir kaputt. Solange er alleine bleibt, kriegen wir ihn kaputt. Und wir sollten nicht mit der Spitzhacke weiterkämpfen. So. Heilung. Wir scheinen die anderen abgehängt zu haben. Mann, 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 was für ein Chaos hier unten. Ich hätte doch nach Osten runterspringen sollen.
So, ist hier irgendwo ein Teleporter, ist gut. Waren wir hier schon mal? Oh, stimmt, hier waren wir schon. Gucken wir noch ganz kurz, was der Schalter da macht. Danach fliehen wir nach oben. Achso, der hat hier eine Wand aufgemacht. Na gut, raus hier. Hufala. Ja, das war doch ein wenig zu viel Action für meinen Geschmack. Und wir haben kaum noch Heilgegenstände, vom Bezelbecher ganz zu schweigen. Aber sei es drum. Speichern. LP. 20C. Nee, 21 sind wir. So, bis gleich.